Zwei Menschen, die ihren Traum von Freiheit mit Stasi-Haft bezahlten. Dorothea Ebert, damals 23, und ihr zwei Jahre älterer Bruder Michael Proksch. Beide verurteilt wegen Republikflucht. Alles beginnt in Dresden Anfang der 60er Jahre. Hier wachsen Dorothea und ihr Bruder Michael auf. Die Mauer ist gerade gebaut worden. Die Eltern sind Lehrer und fördern ihre Kinder. Noch ist ihre Welt in Ordnung. Eigentlich habe ich eine behütete Kindheit erlebt. Ich hatte liebevolle Eltern, die sich bemüht haben, uns eine gute Bildung zukommen zu lassen, die uns in die Natur geführt hat. Mein Vater war Kunsthistoriker, der hat uns in Ausstellungen und Kirchen geführt. Ich durfte mit 5,5 anfangen zu geigen. Ich bekam mit 9 dann die erste eigene Geige, die Geige meines Großvaters. Auch Bruder Michael wächst zunächst unbefangen auf. Mit 14 Jahren verändert sich zum ersten Mal sein Blick auf die DDR, wird kritischer. In den ganz allerersten Jahren ist man ja noch so klein, dann glaubt man ja auch als Kind alles. Dann glaubt man, was der Lehrer einem erzählt, dass die Sowjetunion der große Freund und Bruder ist und all diese Sachen ungefiltert, genauso wie man Märchen noch glaubt. Und später dann nimmt man genau wahr, also welche Kinder wirklich so aus freien Gewissen für den Sozialismus sind und bei welchen manchen merkt, es ist ähnlich wie bei mir selber. Die haben einen anderen Hintergrund und die sehen das auch kritischer. Die Eltern üben leise Kritik am System der DDR. Die Stasi weiß das. Das Ehepaar wird bespitzelt. Trotzdem halten die Eltern ihre Kinder an, das Gegebene immer wieder zu hinterfragen. In Gedanken allerdings. Niemals öffentlich. Für mich war es besonders schlimm in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass unser Wohnzimmer abgehört wurde über das Telefon. Und da haben wir halt dann auch während des Abendessens nicht mehr im Wohnzimmer über politische Themen geredet. Und ich bin immer mit meinem Vater dann auf den Küchenbalkon hinten, um in Ruhe ungestört zu sprechen. Dorothea lernt ihre große Liebe Matthias kennen. Mit 23 Jahren heiratet sie den Elektrotechnikstudenten. Sie selbst studiert inzwischen an der Musikhochschule. Ihr Traum? Eine Karriere auf der Bühne. Doch der Staat erlaubt das nicht. Also ich habe nach einem Gespräch mit meinem Meisterklassenprofessor, der mich also ganz einschränkend auf die Schiene der Lehrerin bringen wollte, dann spontan nach diesem Gespräch zu meinem damals schon Mann gesagt, ich möchte weg hier. Ich wollte künstlerisch ausprobieren, wie weit ich noch kommen kann, wie sich's auf der Bühne der großen Welt anfühlt. Und plötzlich schien alles zu Ende zu sein. Und auch das ganze öffentliche Leben, das war so ausgetrocknet oder so verkrampft, so freudlos. Irgendwann hat es mich so in meinem Lebensgefühl eingeschränkt. Und dazu dann noch das Wissen, dass man nie im Leben rauskommt, dass man immer hinter einer Mauer lebt. Also allein diese Tatsache, dass ich nie im Leben mal in Südfrankreich die Lavendelfelder sehe oder in Paris in den Louvre gehe, also mit dieser Vorstellung kann ich einfach nicht mehr leben. Auch Tatjana Sterneberg hat eine andere Vorstellung vom Leben. Ihr Leid begann hier, in Hoheneck, einem berüchtigten Frauengefängnis der DDR. Hier war sie 3 Jahre eingesperrt. Ich muss mir von Zeit zu Zeit immer wieder bewusst machen, dass die Zeit der DDR-Diktatur in der Tat vorbei ist. Und wenn ich heute hierher komme, dann ist es immer wieder der Versuch, also auch mit der Angst fertig zu werden, die mich damals so im Griff hatte. Tatjana Sterneberg war keine Kriminelle, sie war ein politischer Häftling und landete im Knast, weil sie ihren Traum von Freiheit hatte. Als 20-Jährige lernte sie den 7 Jahre älteren, weltgewandten Antonio kennen. Er wurde nicht nur die Liebe ihres Lebens. Diese Begegnung veränderte alles. Dass ich wegen der Liebe zu einem Westler, sozusagen zu einem Italiener, aus dieser Liebesbeziehung heraus mal im Gefängnis in der DDR landen würde, das hätte ich mir ja nie vorstellen können. Das Problem? Ihre Liebesgeschichte beginnt im geteilten Berlin, Anfang der 70er Jahre. Über Checkpoint Charlie darf Antonio, der Westler, nach Ostberlin zwar einreisen, aber nur für 24 Stunden. Tag für Tag fährt er kurz vor Mitternacht ein Stück nach Westberlin, wendet und holt sich ein neues Tagesvisum. Eine Tortur für die junge Liebe. Sie wollen heiraten, ein gemeinsames Leben führen. Für Antonio kommt eine Übersiedlung in die DDR nicht in Frage.
Schließlich stellt Tatjana einen Ausreiseantrag. Er wird abgelehnt. Informationen über das Paar werden an das Ministerium für Staatssicherheit weitergeleitet. Und was wir beide, Antonio und ich, natürlich nicht wussten, dass die Staatssicherheit dann also alle möglichen Abteilungen in Gang setzte, um uns Tag und Nacht zu überwachen. Tatjana und Antonio sehen nur einen Ausweg: Republikflucht. Fotos am ehemaligen Checkpoint Charlie zeigen, wie junge Paare damals versuchten, aus der DDR zu flüchten. Doch so weit kam es nicht. Am 7. November 1973 wird Tatjana in ihrer Wohnung festgenommen und kommt nach einem 14-stündigen Verhör in Untersuchungshaft. Nach Pankow. Jemand muss ihre Pläne verraten haben. Die Geschwister Michael und Dorothea träumen noch von der Freiheit. Doch sie fassen bereits Fluchtpläne. 1983 beginnt Michael mit der Planung. Sein bester Freund Gerd will mit. Dorothea und ihr Mann Matthias schließen sich an. Einweihen in ihr Vorhaben dürfen die vier niemanden. Zum einen haben sie Angst, verraten zu werden und in die Mühlen der Stasi zu geraten. Aber es gibt noch einen anderen Grund, der sie davon abhält, ihren Eltern von der Flucht zu erzählen. Meine Eltern waren ja beide im Lehrberuf tätig, waren beide also im öffentlichen Dienst. Und wir hätten sie nicht einweihen können in unsere Pläne. Sie wären damit auch zu Mitwissern geworden und damit verpflichtet gewesen, ihre eigenen Kinder anzuzeigen. Alles wird akribisch durchgeplant. Die vier kaufen einen alten Moskwitsch und tarnen ihre Fluchtabsicht als Fahrt in den Urlaub. Angekommen in Bulgarien wollen sie über die Grenze nach Jugoslawien. 16 Stunden laufen sie Richtung Westen, orientieren sich dabei an einer in Bulgarien gekauften Wanderkarte und der dort eingezeichneten Grenze. Ein fataler Fehler. Unsere Flucht ist eigentlich daran gescheitert, dass wir eine Wanderkarte hatten, eine Touristenkarte, die gefälscht war. Und dass an der Stelle, wo die Grenze eingezeichnet war, nur eine Scheingrenze war. Und wir waren dann so gegen Mitternacht an dieser Scheingrenze oder wir dachten Grenze angekommen und sind dort ziemlich überstürzt drüber, weil wir dachten, das ist es jetzt. Vielleicht haben 3:30, 4 haben wir in der Talstation gesehen, wie die Jeeps losfuhren und wir glaubten, die haben sie sehen nur noch im Nachhinein, dass wir diese Grenze überwunden haben. Und dann wollten wir aber noch raus aus dem Grenzgebiet. Wir wollten möglichst uns bei Tag dann im jugoslawischen Gebiet, wie wir glaubten, verstecken. Und dann im Morgengrauen mein Bruder, der dann ruft, Mensch, da ist noch ein Zaun. Und dieser Moment, das ging unheimlich schnell. Diese Feststellung, die ersten Schüsse, das Hundegebell, die Jeeps und die Grenzer, die dann mit erhobenen Gewehren auf uns zukamen. Und ich habe das sehr bewusst alles erlebt. Also ich habe auch den Moment, als wir uns dann auf den Boden geschmissen haben und signalisieren wollten, wir ergeben uns und die uns dann das Gewehr in den Nacken gehalten haben. Das war vielleicht der schlimmste Moment. Das war der schlimmste, weil ich einfach gedacht habe, jetzt könnte dein Leben zu Ende sein. Noch in Bulgarien landen sie im Gefängnis, werden nach 3 Wochen der Stasi übergeben. In der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen wird die Gruppe voneinander getrennt. Sie werden sich lange nicht mehr sehen. Schnell kriegen sie zu spüren, wie die Stasi mit sogenannten Republikverrätern verfährt. Ich war halt während der 5 Monate Untersuchungshaft vollkommen isoliert. Also kam in Berlin an und du wirst dann in so eine Zelle gestoßen, dann fällt mit so einem Krachen der Riegel davor. Und dann bist du allein in einer ganz kleinen Zelle, weiße Wände, nichts, keine Uhr, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wie spät es ist. Ja, der schlimmste Moment war, als wir von Bulgarien kamen, in die U-Haft und ich mich dort nackt ausziehen musste. Das war für mich der Moment, der ist mir am schrecklichsten in Erinnerung. Mich da splitternackt vor fremden Frauen auszuziehen und ich hatte meine Tage und die intimsten Momente, das, was eine Frau einfach nicht zeigen will und vor anderen Menschen preiszugeben, das war für mich ein Moment, den ich als ganz tiefe Demütigung empfunden habe. 10 Jahre früher, 1974. Tatjana Sterneberg landet im Frauengefängnis Hoheneck. Sie weiß nur, ihre Fluchtpläne sind verraten worden.
Auf sie wartet ein Martyrium. Schönen Tag, Frau Stammelberg. Ich grüße Sie in Höneck. Wie abgesprochen, habe ich Ihnen das Gefängnis geöffnet, damit Sie es sich noch mal anschauen können. Hier war sie früher inhaftiert. Im Inneren verteilen sich die Zellentrakte auf 4 Etagen, geplant für 600 Insassen. 1974 waren hier über 1600 weibliche Häftlinge in den Zellen eingepfercht. Es war eine fürchterliche Enge hier in 3 Stockbetten, 18 bis 24 Frauen. Bei der Überbelegung lagen wir sogar zwischen den Gängen mit Matratzen auf dem Boden. Die Luft war schlecht. Es war auch immer kalt hier, gerade in der Winterzeit, sodass wir mit der ganzen Gefängniskluft in die Betten gegangen sind. Die hygienischen Verhältnisse waren eigentlich unmenschlich. Hoheneck ist ein berüchtigter Ort. Früher königlich sächsisches Weiberzuchthaus, wird es zu DDR-Zeiten Endstation für weibliche politische Gefangene, zusammen mit Schwerstkriminellen. Mit den sogenannten renitenten Insassinnen wird nicht zimperlich umgegangen. Wer nicht spurt, kommt in Isolationshaft oder noch schlimmer. Über mehrere Wochen in eine der Dunkelzellen in den Kellergängen der ehemaligen Burg. Das sind starke Ohnmachtsgefühle, ausgeliefert sein, völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Und es ist Schocksituation. Da gibt es so Phasen, in denen spüren sie überhaupt nichts. Nichts, gar nichts. Es ist groß, es ist einfach fürchterlich. Ich muss hier raus. Ich muss jetzt hier raus. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Michael und Dorothea sitzen im Gefängnis, wegen versuchter Republikflucht. Sie werden verhört, natürlich getrennt voneinander. In den stundenlangen Vernehmungen versuchen die Dresdner zunächst, ihre Flucht zu leugnen. Bei mir kam dann beim zweiten Verhör jemand, der so ganz ruhig und sachlich war. Und der sagt, ja, die können hier ruhig noch weiter lügen, das macht gar nichts. Wir haben sehr viel Zeit und wir werden jedes kleinste Detail aus ihnen rauskriegen, können sie ganz sicher sein. So, und hat dann immer versucht, so ein bisschen doch auf so Kontakt zu machen. Ja, und meine Tochter spielt Geige und so, also so diese Tour. Und ich habe da natürlich auch auf stur geschaltet, wobei es auf die Dauer überhaupt keinen Sinn hatte, abzuleugnen, dass man abhauen wollte, weil wir wollten ja rüber. Sie sitzen 1,5 Jahre im Gefängnis, als Verbrecher abgeurteilt, inmitten echter Krimineller. Schließlich kommt die Wendung durch den DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Er fädelt den Freikauf politischer Häftlinge durch die BRD ein. Und dann fuhr in diesen Innenhof ein Touristenbus, ein wunderbarer Bus. Ich habe noch nie so einen schönen Bus gesehen gehabt, wo wir dann alle eingestiegen sind und saßen dann noch ganz still drin. Und der Rechtsanwalt Vogel hat noch eine Rede gehalten, wo uns auch noch mal ermahnt hat, auch im Westen dann nichts gegen die DDR zu unternehmen und auch nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir wüssten ja, oft sind noch Verwandte da. Also eigentlich noch mal so eine unterschwellige Drohung. Und dann fuhr der Bus halt ohne anzuhalten auf der Autobahn Richtung Westen. Und also dieses Gefühl, gerade wo wir an die Grenze kamen und sahen schon die ganzen Grenzposten und sahen die Vorposten und dann diese verschiedenen Barrieren und Stacheldraht, Zäune und die Mauer dann. Und der Bus fuhr einfach immer auf einer Spur weiter und hielt nicht mehr an. Und dann meldete sich über das Mikrofon die Stimme des Busfahrers. Und das war so die erste entspannte Stimme wieder, die ich nach 1,5 Jahren gehört habe. Und er sagte, merken Sie etwas, es ruckelt nicht mehr. Sie sind im freien Teil der Welt. Und dann ging ein Schrei durch den Bus, also da haben wildfremde Menschen sich umarmen gelegen und der Bus ist sofort rangefahren an die Seite und ist gehalten und alle sind raus. Und die Luften sind rumgehüpft, sich immer wieder umarmt, haben geweint. Also es war ein unglaubliche Befreiung nach wirklich diesen 1,5 Jahren,
schwere Zeiten. Bei Tatjana kommt die Wende 1976. Sie wird vom Westen für 40.000 D-Mark ebenfalls freigekauft. Mit solchen Freikäufen hat die DDR ihren Staatshaushalt um insgesamt etwa 3,1 Milliarden Mark aufgebessert. Auch Antonio, der ebenfalls von der Stasi inhaftiert worden war, kommt frei. Die beiden heiraten in Italien, bekommen Sohn Sandro, genießen die Freiheit, reisen um die Welt. Das Glück hält nicht lange. Tatjana Sterneberg erleidet eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie wurde im Gefängnis mehrfach unter Drogen gesetzt. Wie damals so schnell verhaftet? Wie konnte die Stasi von den Fluchtplänen wissen? Und die Akte offenbart das ganze Ausmaß der Bespitzelung. Tatjana befand sich in einem angesponnenen Netz der Staatssicherheit. Überwachungsfotos zeigen, sie tat keinen Schritt, ohne dass die Staatsmaschinerie ihn erfasste. Es wurde sogar eine Skizze ihrer Wohnung angefertigt, um sie zu verwanzen. Mich hat einfach auch der Umfang und die Art und Weise dermaßen erschlagen. Ich war emotional so aufgewühlt, ich stand neben mir. Waren fasslos über den Vor Fasslosigkeit, also welchen Sie erfährt vom Vorgang Zille, der Stasi-Deckname für ihre Bespitzelung. Vor allem durch den inoffiziellen Mitarbeiter I.M. Bernd Jäger. Und in den Unterlagen wird auch sein Klarname vermerkt. Das Perfide, er war ein guter Freund von Tatjana Sterneberg. Er war ihr Vertrauter, wusste von der Liebesbeziehung zu Antonio und ihren Fluchtplänen. Bot sogar seine Hilfe beim Möbelverkauf an. Während er alles detailgetreu an die Stasi verrät. Warum? Diese Frage lässt Tatjana Sterneberg nicht mehr los. Einwohnermeldeamt erfährt sie seinen aktuellen Aufenthaltsort. Sie findet seine Telefonnummer und will ihn treffen. Ich würde mich gerne mit Ihnen mal darüber unterhalten. Mich interessiert, wie wurde dieser Mensch von der Staatssicherheit möglicherweise so manipuliert, dass er so funktioniert, wie er sollte. In Vorbereitung auf das Treffen besorgt sie sich auch seine Akte bei der Birtler Behörde. Die Situation spitzt sich weiter zu und gewinnt eine neue Dimension. Er hat ca. 50 Menschen für die Stasi bespitzelt. Dorothea Proksch kommt Ende 1984 nach ihrem Freikauf bei Verwandten in München unter, 6 Wochen vor der Freilassung Michaels. Der Blick von diesem Balkon im Münchner Stadtteil Schwabing lässt Dorothea ihre Erschöpfung vergessen. Ja, also damals, das war ja am 23. Abend, war ja alles dunkel, da hat man nicht mehr viel gesehen. Aber am Heiligen Abend, am 24. morgens, hat uns dann der Christoph hier rausgeführt. Und das war, also diese Weite allein, dieser freie Blick hier rüber, das war das erste Mal Gefühl von Freiheit. Aus dem Stasi-Gefängnis in das reiche, pulsierende München. Ein großer Kontrast. Also mir ging es so, ich hatte Angst, dass man sie überfordert. Wenn man ihnen jetzt alles, was hier ja, so schön ist, für uns so schön ist, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Ne? Gerade jetzt mit dem Starnberger See, ihr seid ja überhäuft worden mit neuen Eindrücken. Ja, es war viel, aber es war also, wunderbar. Es war ganz wunderbar. Ne? Also die Sonne, die schien 2 Tage, so schön wie selten im Jahr. Ja. Danach musste der Beginn ein guter werden. Der Beginn wird gut. Die Geschwister arbeiten hart, machen Karriere. Michael wird Komponist, Dorothea schafft es an die Bayerische Staatsoper. Michael Proksch am Klavier in Dresden nach der Wiedervereinigung. Die Erfüllung eines Traumes. Denn bis zum Mauerfall war dem Geschwisterpaar die Einreise in die DDR verboten. 1989 betreten sie erstmalig ihr Elternhaus wieder. Ihre Eltern hatten sie schon vorher in Prag treffen können. Und trotzdem beschließen beide, in München zu bleiben. Trotz Sehnsucht nach der alten Heimat. Gerade diese Ecke ist so ein bisschen wie Dresden. Also die hat diese Zeit 1900, 1920. Und es ist normal jetzt. Ich wohne hier, ich lebe hier und ich bin gern hier. Und ja, fühle mich doch zu Hause jetzt.
auch, obwohl ich Dresdnerin bin. Ankommen im neuen, befreiten Leben. Tatjana Sterneberg ist das noch nicht gelungen. Deshalb will sie heute den Mann treffen, der sie verraten hat. Treffpunkt ist das Park-Inn-Hotel am Berliner Alexanderplatz. Die Zillestube, Namensgeberin des Stasi-Spitzel-Vorgangs. Hier arbeitete Tatjana Sterneberg als Kellnerin mit ihrem späteren IM Anfang der 70er Jahre zusammen. Die letzten Momente vor dem vereinbarten Zeitpunkt werden bange Minuten des Wartens, ob er wirklich kommt. Doch dann findet die Begegnung tatsächlich statt. Opfer und Spitzel treffen aufeinander. 35 Jahre danach. Hallo. Gut, dass du gekommen bist. Soll ich mich drin sitzen? Hochspannung liegt im Raum. Ja, mit Sicherheit. Ich habe lange überlegt, ob ich komme. War mir nicht sicher. Aber ich musste das letztendlich auch verarbeiten. Du warst ja 1973 von der Stasi auf mich angesetzt. Wie kam es dazu? Na, als wir wohnen hier, als ich hier im Hotel gearbeitet habe, angesprochen, ob wir Hinweise verarbeiten könnten oder uns schon Hinweise geben und wir sollten dazu halt Auskünfte geben. Und da haben sie sich ab ihre Autonummern oder irgendwelche Personen, die ins Hotel kommen, sollte man kurz Informationen geben. So fängt das an, eigentlich alles an. Und ja, und wie muss ich das dann weiterentwickelt haben? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Was hat dir denn die Stasi gesagt, was sie mit den Informationen oder den Berichten, die du lieferst, was damit passiert? Im Prinzip haben die mir gar nichts gesagt. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich weiß es nicht. Ich bin da irgendwie reingerutscht und dann hat sich das immer weiter wahrscheinlich multipliziert. Und dann ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht so ein Unrechtsbewusstsein, also wie jetzt ist. Die Akten geben Auskunft darüber, dass du sogar den Auftrag hattest, einen Schlüssel für meine Wohnung zu bekommen, unter dem Vorwand, da mal zu übernachten. Und die Tatsache, dass zum Beispiel ich meinen Fernseher meinen Großeltern geben wollte, die Tatsache hast du der Staatssicherheit mitgeteilt und die haben dir dann die Legende gestrickt, unter der du permanent an mir dran kleben solltest. Auf derartige Details ist der ehemalige IM nicht vorbereitet. Er selbst kennt seine Akte nicht. Zu den Vorwürfen kann oder will er sich nicht äußern. Stattdessen betretenes Schweigen. Und dann war ich verhaftet und die Unterlagen, mindestens ein Bericht deines Führungsoffiziers damals, der Mann hieß, darf ich dir heute sagen, der berichtet, dass du deinen Auftrag ganz gut erfüllt hast. Und es gab ja dann im Anschluss auch gewisse Auszeichnungen dafür. Geld hast du bekommen. Also. Ich wüsste nicht, was ich an Geld. Also, hast du aber gegengezeichnet? Ich habe jetzt nicht alles mitgebracht. Ja, das würde da also den Rahmen jedenfalls nicht als. Ich nicht als Premium oder was betrachtet, wenn es da was gegeben hat. Und habe das auch nicht in den Zusammenhang gebracht. Also. Ja, aber du hast es ja auch quittiert. Ja, ich weiß aber nicht, für was. Ja, für operative Auslagen. Ja, bloß. Kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Empfindest du Scham? Ja. Empfindest du Schuld? Sicher. Spricht ja hier nur alle gegen mich. Ich hatte nicht so eine Erinnerung. Sicher empfinde ich auch Schuld. Bedauerst du deine Tätigkeit von damals? Ja, sehr. IM Jäger wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Nach dem Gespräch mit Tatjana hat er sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Dann bedanke ich mich. Tschüss. Wir hören voneinander. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Bemerkenswert war doch, wie umfangreich dieser Verdrängungsmechanismus wirkt bei ihm. Aber es sind Signale da,
von Entschuldigung, von Scham, von Schuld. Und das ist ja schon mal ein Signal in die richtige Richtung. Die Folgen von Stasi-Haft und Misshandlung, sie holen auch Dorothea ein. Die Ehe mit Matthias zerbricht nach ihrer Ankunft im Westen. Dorothea lernt einen neuen Mann kennen, bekommt zwei Kinder. Alles scheint perfekt. Doch die Erinnerungen an die Flucht- und Gefängniszeit kommen immer wieder hoch. Gerade im Alltag. Als ihr Sohn sich beispielsweise eine Spielzeugpistole wünscht, das war schon zu viel für sie. Ich konnte es nicht ertragen, so auch diese Spielepistolen auf andere zu schießen und dann pf, pf, pf zu machen. Das war für mich das Schrecklichste überhaupt, weil ich das Gefühl, wie so ein Gewehr sich im Nacken anfühlt und wie die Todesangst sich anfühlt, das vergisst man nicht. Naja, das war ja damals auch immer dann ein Konflikt, wo ich mir dann heimlich die Pistolen gekauft habe. Naja, weil du halt ein Kind wie alle anderen warst und in deiner Umgebung das einfach auch normal war. Es bleibt nicht bei den kleinen Macken einer Mutter. Dorothea und auch Michael spüren zunehmend, wie sich die Erinnerungen ihren Weg bahnen. Er zieht sich immer mehr zurück, bekommt Albträume. Sie nähert sich einem Kollaps, ausgelöst durch einen Kinofilm. Letztendlich kam der große Zusammenbruch mit dem Sehen des Films Das Leben der anderen. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, nach 23 Jahren, ach, den Film kannst du dir anschauen, das ist jetzt so lange her. Und mich hat es buchstäblich zerlegt. Als ich diesen Film gesehen habe, mich hat das so erschüttert. Und da sind aus meinem verdrängtesten und tiefsten Schichten sind die Bilder wieder hochgekommen. All das, was ich empfunden habe und was aber abgespalten war, das hat sich dann mit Macht einen Weg gebahnt und dann ging es mir schlecht. Die Geschwister beginnen damit, ein Tagebuch zu führen. Aus den Erinnerungen entsteht schließlich ein Buch. Eine Möglichkeit, mit der Vergangenheit ein Stück abzuschließen. Ich glaube, dass ich schon ganz einen Schritt weitergekommen bin. Auf jeden Fall. Und ich freue mich dann einfach auch über diese vielen guten Rückmeldungen über das Buch. Und dann denke ich manchmal, wenn ich schon jetzt auch andere anstoße, da nochmal ihre Vergangenheit anzuschauen, dann sollte ich das bei mir auch selber weiter tun. Ich bin auch froh, dass ich das Buch jetzt wirklich so wegstellen kann. Also dieses Gefühl, das sind meine Erlebnisse, die kann ich jetzt irgendwo beiseite lassen. Und es fällt mir viel leichter, darüber zu sprechen als jemals vorher. Tatjana Sterneberg und ihr Sohn Sandro. Der 22-Jährige unterstützt seine Mutter bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Er gab ihr auch Halt, als ihre Geschichte eine letzte, tragische Wende nahm. 2006 verstarb Antonio Sterneberg an den Folgen einer in der DDR-Haft entwickelten Diabetes. Nur langsam beginnen Mutter und Sohn, auch mit diesem Schicksal klarzukommen. Ich denke, dass er jetzt zumindest hoffentlich seine Ruhe irgendwie gefunden hat, nach auch all den Jahren der Krankheit. Und dass wir mit der Aufarbeitung, meine Mutter speziell mit der Aufarbeitung, da sicherlich unseren Weg gefunden haben, damit irgendwie klarzukommen. Einfach ist es natürlich nicht. Es ist auch nicht einfach, immer die Fassung zu bewahren. Tatjana Sterneberg hat viel verloren. Manchmal ist es zu viel, auch für eine Kämpfernatur wie sie. Naja, ich glaube, die Kraft habe ich aus der Hoffnung geschöpft. Ohne Hoffnung ist ja alles nichts und auch ohne diese Liebe. Diese Hoffnung, dass diese Liebe Bestand hat und dass wir das schaffen, hat mich ja sozusagen aufrechterhalten. Bloß es dauert eben sehr lange, die Trauerarbeit über diese verlorene Liebe und diese verlorene Zeit und dieses verlorene Familienglück sozusagen, das, ich glaube, das dauert.